Problem ist, ist, dass die Anila das Kind anknurrt. Mein Raben schwarz. Hat sogar schwarze Flügel, ne? Das Kind darf jetzt im Kinderwagen ein Geschirr tragen. Hätte ja hier alles abfackeln können. Krass, krass, krass. Tatsächlich eigentlich nicht Anila ist sie, die unentspannt ist in Hundebegegnungen, sondern eher die Abby. Hallo, hallo, ich grüße euch zu diesem Samstag. Wir sind unterwegs, die Kinder sind der Trager. Ich habe beide Hunde mit. Ich glaube, das habe ich gar nicht so erzählt. Ich war nämlich die letzten Wochen immer oder letzten Tage ganz oft immer Einzelrunden mit den Hunden. Weil... Warte, erstmal gucken. Gut. Also ich habe ja gar nicht erzählt, ich war nämlich ganz oft Einzelrunden mit den Hunden. Einfach weil ja, das mit beiden zusammen in Hundebegegnungen gerade wieder überhaupt nicht gut geklappt hat. Und deswegen habe ich erstmal wieder ein bisschen Einzeltraining gemacht mit denen. Und wo es jetzt aber so heiß war, wollte ich keine einzelnen Runden gehen, weil dann wäre es nämlich für einen Hund dann definitiv zu warm gewesen. Deswegen bin ich früh immer gleich eine Runde mit beiden gegangen. Und ja, heute probiere ich es jetzt auch einfach mit beiden nochmal bei Bedarf. Und das hat nämlich auch gestern und vorgestern super geklappt bei Hundebegegnungen. Und wenn das so weitergeht, dann würde ich das weitermachen. Aber ja, die haben auf jeden Fall aktuell gerade wieder ein bisschen was nachzuholen, auch die Abby. Aber das wird. Das Gute ist hier an unserer neuen Wohngegend, dass wir hier echt viele liebe Hunde haben. Viele super gechillte Hunde, die ganz, ganz tolles Ausdrucksverhalten haben. Und ja, wo sich meine Hunde definitiv noch was abgucken können. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn man dann so langsam auch die Leute kennt und die Hunde und weiß, ach, das ist der Hund und da kann die Anila auf jeden Fall mal hin, das ist schon cool. Das war ja an der Elbe immer schwierig, weil da waren halt gefühlt ständig neue. Genau, das dazu. Was ich euch aber auch noch erzählen wollte, was nämlich gerade auch noch ein Problem ist, ist, dass die Anila das Kind anknurrt. Ja, das ist ja was, das hatte ich tatsächlich in der Schwangerschaft so nicht erwartet. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich eher damit gerechnet hätte, dass die Anila sich freut über das Kind wie eine Irre und die Abby eher ein bisschen skeptisch ist, weil Abby immer nicht so gut mit kleinen Kindern umgehen konnte. Jetzt ist aber genau andersrum. Abby liebt das Kind und Anila hat so ihre Probleme, seitdem sie sich fortbewegen kann. Aber das wird. Ja, und ich sage Problem, weil es jetzt auch kein Riesenproblem für mich ist. Also ich glaube, früher wäre ich damit anders umgegangen. Früher hätte ich Anila wahrscheinlich ausgeschimpft, wenn sie das Kind angeknurrt hätte. Aber man lernt ja auch in so einer Ausbildung was. Und es hat geregnet. Das Schilfrohr hängt übelst weit unten. Aber man lernt ja auch so ein bisschen was in der Ausbildung und mittlerweile gehe ich damit anders um und würde sie nicht mehr dafür schimpfen. Kann ich euch auch kurz erklären. Ich mache es jetzt immer so, wenn Anila knurrt, das ist meistens, wenn das Babs auf sie zukrabbelt und ich nicht in der Nähe bin, dann ja, verwarnt sie da quasi mal und ich nehme dann einfach das Kind und drehe es um und wir bringen ein bisschen Abstand rein, weil das Einzige, was Anila ja damit sagen will, ist, du kommst mir zu nah, ich möchte das nicht und geh bitte wieder woanders hin. Und es wäre halt nicht so gut, wenn ich sie in dem Moment schimpfen würde, weil dann kann es halt sein, dass sie nicht mehr knurrt irgendwann. So, und aber trotzdem noch nicht möchte, dass das Kind in ihre Nähe kommt. Und dann kann es ja sein, sie geht eine Eskalationsstufe weiter hoch, sprich, dass sie vielleicht anfängt zu schnappen oder so. Und das will ich natürlich nicht. Und deswegen soll sie ja auch mit ihrem Knurren irgendwo Erfolg haben und merken, dass wenn sie kurz knurrt, dass ich mich dann kümmere oder dass wir uns kümmern und wir das Kind einfach wegnehmen. Genau. Klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich muss sagen, dass das auch immer besser wird zwischen Anila und dem Kind. Also sie
knurrt jetzt eigentlich nur noch auf relativ kurze Distanzen. Also wenn das Kind sehr, sehr nah an sie rankommt. Oder vielleicht, wenn die gerade auf der Couch rumrobbt oder so und sie sieht mich nicht, dann auch mal. Aber wenn ich zum Beispiel da bin, dann weiß sie auch, dass das funktioniert. Und das ist ja auch okay so. Und dass ich nicht da bin, kommt nicht so oft vor, weil... Ja, also Hund und Kind alleine lassen ist sowieso nicht so eine gute Idee. Deswegen, genau. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall besser. Und gerade wenn wir im Garten oder so liegen und die Decke mit rausnehmen und Anila ist dabei, ist sie da auch viel, viel geduldiger als zum Beispiel zu Hause auf ihrem Liegeplatz. Und sie schnüffelt auch schon manchmal an dem Kind. Das ist definitiv ein Fortschritt, das lobe ich immer. Und hat ihr auch schon so durchs Gesicht geleckt. Aber mehr ist da noch nicht drin. Also es wird langsam und ich versuche das natürlich weiterhin zu bestätigen und auch öfter mal zu loben und zu streicheln und auch mal Leckerlis zu geben, wenn da irgendeine Interaktion stattfindet oder dass da halt positive Dinge mit dem Kind verknüpft werden. Und ich denke, das funktioniert bisher ganz gut. Würde mich mal interessieren, vielleicht gibt es ja ein paar Mamis unter euch, die auch so ein Thema hatten mit Kind und Hund. Und könnt ihr mal drunter schreiben, wie ihr das gelöst habt. Auf jeden Fall genießen wir heute die etwas kühleren Temperaturen, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Das tut auch vor allem den Hunden gut. Mir nicht so. Ich habe mich ein bisschen falsch angezogen. Ich hätte mir noch eine Jacke überziehen sollen. Aber gut. Ich werde es überleben. Hauptsache, das Kind ist dick eingepackt. Nee? Ist es bei euch eigentlich auch so schlimm trocken? Guckt euch das mal an, ey. Das sieht aus wie im Spätherbst. Kurz vorm Winter. Die ganzen Bäume verlieren alle ihre Blätter. Alles vertrocknet. Das ist so schlimm, ey. Es macht einen richtig, richtig traurig, wenn man das sieht und erschreckt einen echt. Es ist gerade mal Anfang August und es sieht so krass aus. Es regnet aber echt kaum. Es hat zwar die Nacht zum Beispiel mal geregnet, vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde so, aber das bringt halt absolut gar nichts. Die Böden sind schon so trocken. Es ist einfach nur traurig. Wie ist es bei euch? Ist es auch so trocken bei euch dieses Jahr? Vor allem ist es halt echt krass, ne? Letztes Jahr war es zwar mal okay, dann hat es relativ viel geregnet, aber die Jahre davor war es ja auch so krass trocken und jetzt ist wieder so ein trockenes Jahr. Es ist einfach schlimm. Es ist einfach nicht mehr schön. Eigentlich soll ja die Katze nicht im Kinderwagen sein. Und ich habe jetzt einfach mal das Kind dazu gesetzt, weil ich die Hoffnung hatte, Katze geht gleich aus dem Kinderwagen raus. Und wollte euch das jetzt gerade filmen, dass sie da einfach drin sitzen geblieben ist, auch wenn ich rumgefahren bin. Hat nicht geklappt, wie man gesehen hat. Weil das Kind ständig in die Kamera geguckt hat. Naja. Aber jetzt ist sie ja doch rausgegangen. So, jetzt gehe ich noch eine Runde mit der Ed. Beim Raben schwarz. Hat sogar schwarze Flügel, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, die geht da sogar in die Petunien. Das macht sonst keins. Ist das eine Hummel, oder? Nee, die sieht aus wie eine Biene. Hat ja auch keine... Hallöchen, Hallöchen. Ich grüße euch zu diesem Freitag. Wir sitzen noch in der Wohnung. Ich werde mir gleich ein kleines Eis gönnen. Wichtige Info. Wollte ich mal zeigen. Habe einen wunderschönen Blumenstrauß heute bekommen, weil wir heute Fünfjähriges haben. Und wir gehen heute Abend essen. Das erste Mal, seit wir umgezogen sind. Bin sehr gespannt, wie es wird. Freue mich auf jeden Fall schon. Bin auch gespannt, wie es mit dem Kind klappt. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal waren. Ich glaube, das war zum Umzug, wenn uns unsere Eltern immer geholfen haben. Da waren wir dann mal mit denen essen. Da war das Kind natürlich noch wesentlich kleiner. Und heute probieren wir es mal wieder zu zweit. Bin sehr gespannt, wie es wird. Übrigens wollte ich euch mal erzählen, dass ich jetzt schon seit einigen Tagen
regelmäßig mit dem Kind in den Garten gehe und mit die Anila mitnehme und an unserem Problemchen trainiert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Das habe ich in der Schwangerschaft schon öfter mal gemacht, dass Anila mal so ein bisschen Probleme hat, wenn wir irgendwo sitzen, dass sie dann anfängt, alle möglichen Leute oder halt auch einfach mal nichts anzubellen. Und das haben wir jetzt immer ganz viel geübt. Und das klappt immer besser. Und ich fange jetzt, oder habe mir heute überlegt, dass es vielleicht immer ganz cool wäre, oder generell mache ich das immer so, dass sie erstmal so eine Aufgabe hat, mit der sie sich ein bisschen entspannen kann. Meistens habe ich jetzt immer so ein paar Leckerlis hingeworfen, dass sie erstmal ein bisschen Leckerlis schnüffeln kann. Heute habe ich mal den Ball mitgenommen, wie ihr sehen könnt. Und da hat sie jetzt auch erstmal zu tun. Und ich glaube, dann ist erstmal die erste Anspannung so ein bisschen vorbei. Und dann kann sie, glaube ich, generell mit der Situation besser umgehen. Mal gucken, wie das klappt. Und da hat sie natürlich auch noch ihren Spaß. Das ist ja auch voll in ihrem Element. Jetzt hast du dich rumgewickelt. Kind, willst du auch mal hin? Ja, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wegen Ressourcen. Wenn man, wenn sie jetzt dahin krabbelt, aber da ist Anila tatsächlich nicht so schlimm, da ist Abby schlimmer. Aber habe ich natürlich auch immer ein Auge drauf. Und mittlerweile kann ich das ganz gut sehen, wann das den Hunden zu viel wird und wann nicht. Naja. Heute ist Mittwoch und wir, die Abby und ich, gehen gerade eine Runde. Und ja, ich habe es jetzt endlich getan. Ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, dass das Kind jetzt immer sich im Kinderwagen hinstellt und rumklettert und dass mir das nicht so geheuer ist. Aber Buggy klappt ja immer noch nicht, weil sie immer noch nicht sitzen kann und sie scheint auch wirklich kein Interesse dran zu haben, das demnächst zu lernen. Und wir wollen da aber gerne warten, bis sie das wirklich von sich aus macht, weil wir haben das immer schon gemerkt, wenn wir sie zu irgendwas bringen, was man ja sowieso nicht machen soll, dann findet sie das immer blöd und weint dann auch immer gleich. Deswegen sind wir da einfach geduldig und warten, bis sie richtig sitzen kann, dass wir dann auf den Buggy wechseln kann, dass sie den dann halt auch nicht mehr blöd findet. Genau. Und ich habe aber so ein bisschen recherchiert und geguckt, was es da für Lösungen gibt. Und wir haben jetzt eine. Ich habe auch auf Instagram eine Umfrage gemacht und habe da auch sehr oft diesen Tipp bekommen. Und ich zeige es euch jetzt. Das Kind darf jetzt im Kinderwagen ein Geschirr tragen. Und das ist im Kinderwagen festgemacht. Und dann kann sie nicht nach links oder rechts rausfallen. Du hast schon wieder das rausgeschmissen, oder? Und ich muss aber nicht mehr so. Aber... ja, das ist nämlich jetzt neue Lieblingsbeschäftigung, alles aus dem Kinderwagen schmeißen. Ja, und ich brauche jetzt aber auch nicht mehr so Angst haben, dass sie da rausfällt und kann wieder ein bisschen entspannter spazieren gehen. Muss nicht immer ständig eine Hand am Kind haben. Ich meine, sie sitzt natürlich jetzt auch auf ihren Knien immer deutlich stabiler mit Festhalten. Sie fällt jetzt nicht mehr so oft um, wenn man Huckel kommt oder so. Und das ist ja auch gut fürs Training, was das Sitzen angeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall deutlich angenehmer jetzt mit dem Ding. Und wir schauen mal, wie wir damit klarkommen. Ja, ne? Weil, ja, und es ist auf jeden Fall mehr Spaß. Wenn sie natürlich trotzdem anfängt... meistens stellt sie sich ja hin, weil sie dann auf meinen Arm will und dann nehme ich sie dann trotzdem raus. Und das ist ganz gut, weil da sind zwei Karabiner, da kann ich die einfach abklipsen und dann kann ich sie rausnehmen. Das geht ganz schnell. Genau, so. Wir machen jetzt unsere Runde weiter. Übrigens unser Training, was die Hundebegegnungen angeht, ich laufe jetzt immer noch mit den Hunden einzeln, klappt sehr gut. Vor allem bei Anila habe ich jetzt echt gute Fortschritte gemacht. Sie wird viel, viel entspannter immer mehr und ich werde das, denke ich, auch noch eine Weile so fortführen, weil mir ist nämlich jetzt wirklich aufgefallen, dass tatsächlich eigentlich nicht Anila ist, die unentspannt ist in Hundebegegnungen, sondern eher die Abby. So, und die hatte letztens wieder eine blöde Hundebegegnung mit einem Welpen, der sie ein bisschen, ja, sag ich mal, ihre Stoppsignale ignoriert hat. Logisch, ist halt ein Welpe. Naja, und wie dem auch sei, seither ist es wieder ein bisschen problematischer. Und ich muss auch zugeben, dass ich in letzter Zeit nicht so sehr drauf geachtet habe, dass ja, die Abby den Abstand bekommt, den sie braucht.
bei Hundebegegnungen und da mache ich, da achte ich jetzt vermehrt drauf, einfach zu gucken, wo fühlt sie sich unwohl, weil Abby braucht gerade echt viel Abstand zu Hunden. Das ist wirklich krass. Und sie fühlt sich auch schon unwohl. Ich kann mir zwar auch vorstellen, dass es aktuell daran liegt, dass sie allein unterwegs ist, dass Anila nicht dabei ist. Und da hat sie auch nicht so viel Mut. Das merkt man auch ganz doll. Aber ich meine, sie muss ja auch ein bisschen lernen, selber zu kommunizieren. Beziehungsweise auch zu sehen, dass ich für sie einstehe, wenn ihr was zu viel wird. Und ich denke, da können wir das Training ganz gut gebrauchen. Und ich hoffe dann, wenn Abby ein bisschen entspannter wieder ist bei Hunden, dass wir dann wieder zusammen spazieren gehen können und dass sich das Thema dann verbessert hat. Weil es ist halt wirklich so, Abby wird angespannt, wenn andere Hunde kommen. Die Körpersprache wird, man sieht es an der Körperspannung. Und sie muss dann auch nicht mehr viel machen, sie muss auch nicht bellen. Anila sieht das dann anhand ihrer Körpersprache, dass da Alarm ist und regelt das dann quasi. Und es wäre halt gut, wenn Abby da ein bisschen entspannter ist, damit Anila nicht immer denkt, sie muss jetzt das für sie regeln. Genau. Bin sehr gespannt, wie es weiterläuft. Ich halt, kann euch da gerne auf dem Laufenden halten. Aber so ist sie glücklich und zufrieden. Krass, ey. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, was die hierher gekippt haben. Aber jetzt, wenn ich hier bin, das sieht aus, als hätte es hier gebrannt. Abby, stopp. Abby. Krass. Ich dachte, die hätten hier irgendwas hergekippt, aber das sieht einfach nur verbrannt aus. Oha. Aber auch krass, dass es irgendwie nicht mehr gebrannt hat als bis dahin. Hätte ja hier alles abfackeln können. Krass, krass, Leute, krass. Wisst ihr noch, wie Regen aussieht? Ich nicht mehr. Oh, Babs, das ist ganz nass. Schnell wieder zu. Das machen wir mal nicht. Es regnet einfach. Es regnet richtig doll. Wahrscheinlich wird jetzt auf den Feldern überall so Pfützen entstehen, weil der Boden das gar nicht aufnehmen kann. Naja. Außerdem wollte ich euch zeigen, ich hatte heute Morgen ein bisschen eine Lust überkommen. Mich hat eine Lust überkommen, digital zu zeichnen. Und was zeichnet man, wenn man keine Ahnung hat, was man machen soll? Ein Pokémon! Naja. Meine Schwester hat dieses Programm runtergeladen, als sie bei uns gewohnt hat und hat das oft benutzt. Und ich dachte, ich probiere es mal aus. Vielleicht kann ich das irgendwann mal für irgendwelche Dinge benutzen. Who knows? Hallo, jetzt habe ich mich ewig nicht mehr gemeldet. Es ist so viel passiert. Aber bevor ich euch das erzähle, muss ich euch ganz kurz zeigen. Oh, guckt euch doch mal bitte diese niedliche Jacke an. Ich rede zwar von dir, aber du musst nicht gucken. Ich habe übelst viele Klamotten von meiner besten Freundin bekommen. Und die sind so niedlich. Guckt euch doch mal diese süße Zipfelmütze an. Ich sterbe. Ach ja. Ja, ich habe jetzt schon eine Weile kein Video mehr gedreht, aber es ist unfassbar viel passiert. Zuletzt an dem Sonntag hatten wir unsere Nachbarschaftsgrillen. Das wollte ich noch erzählen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Sprich, unser Haus hat alle Familien aus unserem Haus haben zusammen gegrillt. Wir haben sogar einen Termin gefunden, wo alle konnten. Und so haben sich alle ein bisschen kennenlernen können. Und das war echt richtig, richtig cool. Und machen wir auf jeden Fall mal wieder. Zum einen das. Ganz schön dunkel jetzt. Und dann waren wir in Leipzig, das Kind und ich und meine zwei kleinen Schwestern, bei meiner großen Schwester zu Besuch, weil wir nochmal das 9-Euro-Ticket nutzen wollten. Und das ging eigentlich ganz gut, bis auf die Rückfahrt. Das war dann nicht so schön, weil der Zug halt wirklich gerammelt voll war und wir gerade so einen Platz bekommen haben zum Sitzen und das Kind aber sehr müde war und da war es halt sehr eng und das mit dem Stillen und Einschlafen hat da halt nicht geklappt und ja, deswegen war es ein bisschen anstrengend, aber schlussendlich habe ich dann den Platz von
zwei Mädels bekommen, beziehungsweise von einem Mädel davon, und konnte dann dort chillen. Dann ist sie endlich eingeschlafen. Ja, aber sonst war es eigentlich soweit okay. Ich muss mich kurz sammeln. In Leipzig selber war es halt übelst cool und generell, ach, dieses 9-Euro-Ticket war einfach cool. Und ich finde es richtig schade, dass das jetzt nicht mehr gibt. Also gerade meine kleinen Schwestern haben das halt wirklich extrem genutzt. Die sind einfach so mal nach Düsseldorf gefahren oder nach Hamburg oder so. Und das halt einfach nur von 9 Euro im Monat. Das ist echt richtig gut. Und wir waren jetzt halt mal in Leipzig. Ja, aber jetzt ist Leipzig vorbei und am Mittwoch ist dann das Kind krank geworden, hat plötzlich Fieber bekommen und wir waren jetzt auch schon beim Kinderarzt und haben diverse Sachen gemacht und wissen nicht so richtig, was ist. Wird schon wieder gesund, denke ich mal. Aber das hat einfach zu viel Zeit gekostet, als dass ich jetzt irgendwie noch Lust hatte, Videos zu machen oder so. Das war halt einfach zu viel Trubel und ja, die Hunde gibt's aber auch noch. Okay, Abby geht's gerade offensichtlich nicht so gut. Die übergibt sich jetzt gleich mal. Naja. Kommt aber nichts. Nichts Wichtiges. Abby, lass das. Ja, ich wollte euch einfach mal nur die letzten Tage so ein bisschen zusammenfassen. Mal gucken, ob ich euch jetzt bald wieder ein bisschen mehr mitnehmen kann. Dann sind vielleicht auch mal wieder mehr die Hunde zu sehen. Auf jeden Fall wollte ich noch kurz erwähnen, dass wir sehr, sehr große Fortschritte gemacht haben, die Anila und ich. Hundebegegnungen klappen immer, immer besser. Und was vor allem auch aktuell klappt, und da habe ich mich letztens riesig drüber gefreut, da kamen meine Nachbarn mit den Hunden aus dem Haus oder ins Haus. Und normalerweise bellen sie da immer und die haben halt einfach nicht gebellt. Und da habe ich mich so gefreut, das war richtig cool. Wir waren jetzt zweimal zusammen spazieren, dass die Hunde sich kennenlernen. Und ich denke, das hat jetzt schon so ein bisschen Wirkung gezeigt. Und ja, wir üben ja jetzt auch immer fleißig und ich denke, das schlägt ganz gut an. Jetzt ist nur noch die Abby, die so ein bisschen, sage ich mal, Probleme hat mit Hundebegegnungen. Da müssen wir auf jeden Fall mal noch eine Lösung finden. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen wollt, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Vlog. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ciao!